Riesenshitstorm gegen Kongcrafter Luca. In seinem Video namens An den Club regt er sich über einen Nachtclub in Düsseldorf auf, mit dem er eine Kooperation haben wollte. Er schrieb dem Club und wollte freien Eintritt, kostenlose Getränke und einen Tisch umsonst und würde dagegen auf Instagram Werbung für den Club machen. Zumindest in Köln hat dies immer funktioniert. Es ist immer echt entspannt, wenn wir da rumkommen und da ist halt eine Riesenschlange und dann sind da auch teilweise Zuschauer und wollen dann Fotos machen und so weiter und so fort. Dann lotsen wir uns halt dran vorbei. Wir können im Club sein und ich verlinke dir und wir haben einen coolen Abend im Gegenzug, weil wir oben in dem coolen Bereich sein können. Das gleiche versuchte er nun bei einem Club in Düsseldorf und schrieb ihnen. Habt ihr da Bock drauf, ja oder nein? Und dann kam die Antwort, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist doch nicht wahr. Die Sache ist, der Laden läuft auch ohne deine Posts gut. Hahaha. Das ist Arroganz auf so einem hohen Level, Alter. Luca antwortete darauf, dann war das wohl ein Nein. Und darauf antwortete der Club. Leider ja, du verdienst doch nicht schlecht. Meinst du nicht, dass du 150 Euro auf der Tasche hast? Ah, wie? Das ist nicht wahr. Sorry, aber wie kann man denn so arrogant sein und es sich so rausnehmen, über eine Person so zu urteilen? Luca und seine Freunde zogen dann in einen anderen Club weiter, der auf sein Angebot einging. Auf YouTube macht er sich aber Luft und kommt damit bei den Zuschauern nicht gut an. Diese werfen ihm vor, nicht der Clubbesitzer wäre arrogant und eingebildet, sondern Luca selbst. Im Sekundentakt hagelt es böse Kommentare und das Video hat inzwischen deutlich mehr Dislikes als Likes. Gewusst? Diese Dinge finden Jungs an Mädchen total eklig. Nummer 3 ist richtig krass. Du findest die Auflösung im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonniere unseren YouTube-Kanal startzip.de.